Hit and run. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Ich hasse dieses Spiel. Diese Verhöre sind eigentlich mal kacke. Da weiß ich nicht, was ich machen. Komm, ich, oder warte mal, drei. Wartet. Ich bin ja gerade in den Achievements. Es gab, waren das drei oder vier Intuitionspunkte? Wenn es nämlich drei sind, dann baller ich die jetzt einfach alle durch. Pass mal auf. Vier. Mist. Okay, dann muss ich es doch erstmal. Dann warte ich auf die nächsten Punkte und dann mache ich das mal. Weil Achievement. Roter Lincoln Continental. Versicherungsbrief. Versicherung. Stimmt, gab es ja auch noch. Bericht des Gerichtsmediziners. You think I got nothing better to do? Beat it. Blutiges Messer. Blutiges Messer. Aber ich habe ja keinen Beweis, dass sie es war. Oh. Es gibt sein zu verstehen, Inkompetenz. Oh. Ah. Okay, ich habe keine Ahnung. Anzweifeln, ja. Oder soll ich schon gleich auf Lüge gehen? Ich habe doch keine Ahnung. Ich mache Anzweifeln. You expect me to believe that, Lorna. It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me. He was yelling at the whole world. I kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. Warte mal, da haben sie doch gesagt, im Spiel verloren. Ne, das hat der Typi sogar eben gesagt, ne? Oh Gott. You were arguing in the bar and on the sidewalk. We were always arguing. So what? Bah! Bah! Lebensversicherung. Ist das irgendwie ein Grund? Ich sage jetzt einfach Lebensversicherung, pass auf. Don't lie to me. Scheiß drauf. This time. You're clutching at straws. Einfach den. Ich nehme jetzt einfach diese scheiß Versicherung, ja? Ist mir scheißegal. You married? Schade. The arguments are never any different. We're leaving, Lorna. Abyss doesn't add up. We'll be keeping an eye on you. Dass er irgendwie Lebensversicherung kassieren wollte oder so eine gute Scheiße. Woher hat er nichts davon wusste, ne? Und das wurde auch nicht angezweifelt oder so. Alter, eine Schallplatte, geil. Ich weiß es doch nicht. Ist doch alles egal. So, warte mal. Die Typen haben wir ja, ne? Das ist die Frage. Wir müssen den Mord ja noch aufklären, weil im Grunde genommen war er es ja nicht, weil er wurde ja offenbar vorher erstochen. Vielleicht. Ich meine, ein Messer und ein Loch in der Brust, das deutet so ein bisschen darauf hin. Was ist eigentlich Sache hier? Warte mal, ich kann ein Telefon anrufen. Ich kann ein Telefon anrufen. Genau, Leon. Was kann ich denn da machen? Einfach mal ausprobieren. Phelps, 1247. How can I help, Detective? Messages, please. Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Thanks. Ja. Der sagt mir jetzt, oh, der wurde voll erstochen. Hm, wie konnte das denn passieren? Weiß ich nicht. Dann sag ich, hängt mir gleich mit diesem verfickten Messer zusammen, was ich in diesem verfickten Mülltonne gefunden habe, ja? Aber ihr wollt es mir nicht glauben. Ihr habt mir alle nicht geglaubt. Guck mal, ich kann nochmal zu Ray's Kaffee, ist ja interessant. Get there quicker if you use a siren. Ne, gute Idee. INS officer needs help. 333 South Main Street. Opa, 333 South Main Street. Geh doch weg, Mann. Wieder Schusswechsel, ey. Na, muss eigentlich nicht sein. Immer nur Schusswechsel. Geh doch diesen scheiß Fall lösen, Mann. Das ist wieder so 1000 Milliarden Kilometer weg, ne? Oh, Nixon.
Nicht schlecht. Junge, aktiv im Chat, spiele Resi 4 weiter. Wir wollen mit. Ich hab den angeschaut. Nö. Jaha! Ups. What's the situation? We got Pawn a hold up gone sour. Three guns locked themselves in with two hostages. I tried to go on to the front, but the place is a fortress. I nearly got a mouthful of lead from my trouble. All right. I'll see if I can get in through the back. All right, I'll stay here and keep them busy. Let's go. I'm back. Okay. Du wirst schon sagen, wo es lang geht. Hör ich schon irgendwelche Leute? Metal-Leute? So, von hier oder? Ne, da wahrscheinlich irgendwo, ne? Oh. Das wollte ich eigentlich nicht. Egal, komm. Einfach reinstürmen. Say hello. Warte mal. Warte. Say hello to my little friend. Bam, bam. Das war jetzt irgendwie geil. Geh mal wieder raus, bitte. Auf RB geht man wenden. Mann, ich verwechsel. Jetzt kommen wieder nicht. Oh. Ja, ich versuche es, Kollege. Jetzt nachladen. Ups, scheiße. Das war nicht geplant. Oh. Put the weapon down now. Oh oh. Easy. Chance gesehen und genutzt. So macht man das. Car 11K, I've been involved in a shooting at 333 South Main Street. Globe Loan and Jewelry. It's code 4 now, but the suspect is down. I need an ambulance here. And notify my supervisor and the coroner. 11K, roger on the ambulance and coroner. Your supervisor will be notified. Units 11K reports code 4 on the shooting at 333 South Main Street. Globe Jewelry and Loan. So. Dann fahren wir jetzt mal zum Ort der Bestimmung, sofern wir uns das mal lassen. SA Tod Counter 1. Leon! Help! Mann, freue ich mich auf Resi 4. Ja, eigentlich freue ich mich echt, weil das Spiel halt cool ist. Welches cool fand. Ja, ich habe auch überlegt, ich glaube Zero. Hm. Ich muss ein bisschen meinen Livestream-Plan umwerfen. Dead Space könnte ich halt wirklich machen. Ich glaube Zero werde ich doch demnächst schon mal spielen und dann so ein bisschen Pause machen, bis ich dann den vierten anfange. Weil dann haben wir richtig schön die. Diese halt. Wie nennt man das denn? Die. Top-Down-Spiele. Also die mit der alten Steuerung so, wisst ihr? Haben wir dann schön durch. Ich freue mich schon auf Rebirth. Was? Binding of Isaac Rebirth. So, wo ist denn jetzt der Gerichtsmediziner, wenn ich mal fragen darf? Ah, da. We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Ja, ach nee. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. Nee. Puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Nee, was soll das? Bayonet. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him.
Murder one. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. Okay. We have the knife, we have the coroner's report. Na gut, stimmt eigentlich, ne? Todesstrafe und so. Let's bring her in. Oh, ich hasse dich, Phelps. Du bist so dumm manchmal, ne? Erstens weißt du nicht, was die verfickte dritte Dimension ist, ja? Und dann bist du auch noch so dumm, weißt du? Du findest verfickt blutiges Messer im Hinterhof, ja? Ein blutiges Messer. Und ein Stich in der Brust. Okay, das hat er jetzt nicht genau gefunden, aber das hat man doch gesehen. Und er hat sogar gefragt. Irgendwie komisch der Blutfleck hier vorne. Und dann denkt er sich nichts dabei? Ist der dumm im Kopf? Mann, macht mich der sauer. So. Wahrscheinlich wäre der Race Café ist deswegen noch offen, weil man jetzt wahrscheinlich eigentlich das Messer suchen könnte. Ich bin ein kluger Kopf, ich habe das gefunden. Sogar damals, als ich nicht davon wusste. Das war halt geil. Naja, wo fahre ich jetzt lang? Ja, ja. Ne, Resident Evil Remake. Was? Noch Jahre dauern. Ja. Ja. Das Gute ist, wir werden wahrscheinlich die Verbrechen alle durchhaben, bevor ich überhaupt die dritte des Spiels durch habe. Das ist auch nicht verkehrt. Können wir uns bald später so richtig geil auf die Fälle konzentrieren. Das wird doch schick. Aber diese Straßenverbrechen eh immer das gleiche sind. Leute abknallen, Leuten hinterherrennen, Leute verfolgen, Leute abknallen. Ich fahr so schnell, kommt jetzt noch mehr als 80 km/h oder so. Naja. Resi 4 Kapitel 3.1 ist so beschissen. Ich weiß gar nicht mehr, dass es in Kapitel unterteilt war. Ja, kann schon sein. Ich habe ja damals eigentlich, ne? Ich weiß gar nicht, ob Games sogar noch da ist. Ich wollte damals immer, als ich das Let's Play damals gesehen habe, ich habe ein Let's Play von der Wii-Version gesehen. Ist er inaktiv? Kid, drop that money one more time and you're a goner. Sorry, mister. It's just my hands are shaking. Shut up! Get the money in the bag. Yes. Yes, sir. Hurry the hell up, will you? Come on. It's goddamn cops! Careful! He's got a gun! Der Dicke noch dazu. Nigga! Okay, wo ist er hin? Eigentlich muss ich mir keine Sorgen machen. Ich muss einfach nur nach vorne drücken, dann rennt er automatisch dahin. Ey! Steig doch ein, du Affe! Ich hasse dich. Ja, lass dir noch mehr Zeit. 6 von 95. Oh Gott. Soll ich mal so mit jedem Wagen einmal zu fahren? Na, viel Glück. Ja, Mann. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt ein bisschen reindrängen kann. Oh, shit. Okay, das war schlecht. Jetzt ist er weg. Ich habe ihn nicht kommen lassen. Geh mir doch nicht im Weg rum. Wie er nach vorne gezeigt hat. Wo war ich denn gerade? Irgendwas wollte ich gerade sagen. Achso, ich habe ja damals von der Wii-Version ein Let's Play gesehen. Und ich wollte es eigentlich auch mal für die Wii spielen dann. Ich will mir auch überlegen, mir dann die Wii-Version für das Stream zu holen. Auf der anderen Seite. Alter, GTA-Logik. Stop here. You're making a break for it on foot. Wo ich doch die PC-Version spiele. Ich glaube, ich hole mir doch die PC-Version. Wie geht's denn hoch? Alter, einer ist schon erschossen. Respekt. Das ist meiner. Voll in den Hals geschossen, ey. Huiuiuiui. Sind bei mir inaktiv. Komplett weg. Was war ich vorhin? Hyperaktiv? Achso, deswegen. Car 11K to KGPL. Bristol Hotel 211 is code 4. Marinas, be advised, code 4 at the Bristol Hotel on 8th Street. Code 4. This is Major Tom to Ground Control. Hyperaktiv. Ja, auch schön. They kill someone. Werde ich alle Straßenverbrechen in diesem Spiel machen? Oder schaffen? Ich glaube schon. Die Zeit werde ich mir nehmen.
Muss jetzt spielen, damit ich nie wieder spielen. Nein, nicht weil das so schrecklich ist oder so, aber wenn ich schon im Let's Play oder hier im Livestream mache, dann will ich auch ein Spiel möglichst komplett zeigen. Also denn das Spiel geht mir auf den Sack dann doch nicht. So wie Metal Gear Solid zum Beispiel. aber ja. So. Ach, Pattinson, nicht Pattinson. Robert Pattinson, Alter. Spoken to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down. Leroy Jenkins. Leroy, if you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand jury. I see you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, Leroy, shut up! You had all the bases covered, baby. I had nothing to do with it. You think I'm gonna fry for you, Lorna? He's a crazy man. Shoot him! Shoot him, for God's sake! Interessanterweise kannte ich die Cutscene, also habe ich damals wohl doch so weit gespielt, aber ich kann mich an den anderen Typen nicht mehr erinnern. Ich fand es geil, wie er sogar, habt ihr es gesehen, der hat sogar gespuckt, als er geredet hat. Man hat sogar Spucke wegfliegen sehen. Das war ein schönes Detail, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Shoot him for God's sake. Oh, lol. Na, no, dann dreht er sich weg. Penner. Erstmal schön in den Arsch geschossen. Da hat sich gerade so eine Anzeige gefüllt, was war das denn? Ja, wahrscheinlich ist dann so ein One-Hit-Kill tot. Wahrscheinlich passiert vorher nichts so. Oh. Are we gonna make a bargain or what? Put the weapon down now. Now. So mal wieder bauen. Easy. Tell me. Ich bin gut darin geworden. You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Ich habe eigentlich voll den Kopf geschossen, jetzt habe ich so eine Wunde im Bauch. Ist auch schön. So. Das haben wir. Oh. So, I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy, and first degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you. Detective, I like that. Keep up the good work. Vorbei. So, wenn das nicht mal ein wunderschöner Fall war, ja? 8 von 9, 5 von 8, das war doof. 3. Mann, ich krieg immer 3 Sterne. Noch ein Besuch in Raves hätte gezeigt, wie weit Leroy gegangen wäre, um dem Gefängnis zu entgehen. Okay. Schade. Na gut. Oh, den nächsten Fall überspringen. Ohne Ladenfälle, die bereits abgeschlossen wurden, können übersprungen werden. Hab ich den nächsten Fall auch noch gemacht? Nein. Ich muss einfach die Frage nochmal nehmen. Den nächsten Fall überspringen? Nein. Nee, das hab ich auch noch gemacht. Das kam jetzt schon so, boah, Alter. Wie weit hab ich das Spiel denn gespielt? Falsche Papier. Ja doch, stimmt. Der Name sagt mir was. Phelps, Bukowski. Beat cop says he located a green Kaiser Frazier from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there and see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Möglichen Autodiebstahl. Okay. Ich hätte echt mal irgendwie so Bock, ein bisschen rumzufahren. The more bad cars we bring in, the longer the hot sheet gets. Pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate romantic type like you, Cole? I don't believe a word of it. So. Oh, but, ich
wollte hier nicht rein. Das hat er ganz automatisch gemacht. Da ist der Ausgang. So. Ich hätte ja irgendwie mal Bock, so ein bisschen die Map zu erkunden, ne? Aber irgendwie weiß ich nicht so recht. Wo bin ich eigentlich? Ich sehe mein Icon nicht. Da. Oder? Nee. Achso, das war das Auto, was ich hatte. Hä, wo bin ich? Ich sehe mich selber nicht. Oder bin das ich? Nee, hä? Wo bin ich? Da! Da! Boah, das ist ja krass. Hier ist ja immer so ein verstecktes Auto, ne? Hier. Und hier auch. Zwei versteckte Fahrzeuge, Mann. Was ist das hier für einer? Den habe ich wahrscheinlich damals in meinem damaligen Run irgendwie gefunden. Das wäre der wahrscheinlich da, Bombe. Wir werden ja überall schon welche angezeigt, ja. Das ist ja krass. Die können wir eigentlich auch nochmal irgendwann alle abarbeiten. Die Fahrzeuge. Charlibord. Was steht hier sogar? Central Zone-Gebiet. Können wir ja einmal ins Hollywood Sign gehen, zum Hollywood Sign gehen, wa? Hollywood Land heißt es, ja, ja. Da kommen wir sicherlich auch nochmal irgendwann hin, im Laufe des normalen Spiels. Schauen wir mal, was wir machen können.